Hallo und willkommen zu einer kurzen Infofolge. Ja, wie man wahrscheinlich schon grob an der Stimme erkennen kann, mich hat's ordentlich zerlegt. Ich habe die Rüsselpest, ich habe ordentlich Halsschmerzen, Erkältung par excellence. Daher ist gestern auch der Stream ausgefallen. Heute der Final Fantasy 15 Stream wird auch entsprechend flach fallen. Und was leider auch ausfällt, sind die Horizon Zero Dawn Folgen von heute und mindestens mal vom Wochenende. Mal schauen, wann ich dann wieder zum Aufnehmen komme und da ein paar Folgen nachliefern kann. Das wollte ich nur als Information rausgeben, nicht, dass ihr denkt, Horizon Zero Dawn wäre abgesetzt oder ich würde das nicht mehr weitermachen, weil es jetzt ein paar Tage eben nicht erscheint. Das ist auf keinen Fall so, da das ist das Spiel des Jahres 2017 jetzt schon für mich. Und von daher, das ziehen wir durch, da bleibe ich am Ball. Da will ich wissen, wie es weitergeht, genauso wie ihr. Nur, ich kam halt leider nicht im Vorfeld aufnehmen. Eigentlich wollte ich gestern aufnehmen, aber das ging halt schon nicht mehr. Und heute, wie man hört, auch nicht. Von daher fallen einige Folgen aus. Das trifft allerdings nicht für die anderen Let's Play-Serien zu. Da habe ich im Vorfeld aufgenommen, noch bis mindestens Dienstag kommen, also jeden Tag 2 Folgen. Das ist schon im Kasten, auch schon hochgeladen alles. Das passt also von daher. Da kommt dann immer ein bisschen was, aber wie gesagt, Horizon eben leider nicht. Geht aber weiter, sobald ich wieder fit bin. Wasserstandsmeldungen, Informationen hierzu, auch zum Stream am Dienstag, ob der stattfinden kann, das weiß ich jetzt ja auch noch nicht. Die gibt es dann immer auf Twitter. Wer dort also noch nicht folgt, einfach mal bei Twitter nach Koya Let's Play gucken oder den Link unten in der Videobeschreibung anklicken. Da bekommt ihr dann alle Informationen zu Streamterminen oder wenn mal was abgesagt werden muss, frei Haus geliefert, wenn ihr dort folgt. Also, ja, wir hören und sehen uns dann eben wieder, wenn ich halbwegs fit bin und mal wieder was zustande bekomme. Euch rate ich, haltet euch von der Rüsselpest fern, ist nicht toll, kann ich nicht weiterempfehlen. Bleibt fit und bis dann. Ciao.